Sag mal, Kevin, du hast heute wieder eine doppelte Portion Schweinebraten gegessen. Ich glaube, ich schalte mal lieber um auf Elektrobetrieb. Da geht das Ganze viel einfacher. Aber jetzt ist Schluss. Raus mit dir. Und damit herzlich willkommen bei Pokito TV. Hallo. Heute geht es um das Thema Erfindungen. Ja, wir haben ja bereits letzte Woche Erfinderkinder vom Maristengymnasium in Passau begrüßt. Und auch heute dürfen wir wieder welche begrüßen. Hier sind, herzlich willkommen. Der Titus, der Florian, der Philipp und der Dominik. Setzt euch, Jungs. Ja, wer hat denn diese super Schubkarre konstruiert? Wir zwei. Das waren der Dominik und der Philipp. Ja, so sieht es aus. Dominik, dann erklär uns doch mal am Objekt, wie genau die Schubkarre funktioniert. Ja. Dieser Elektromotor wird von diesem Akku angetrieben, ja, den man ganz einfach dazu schaltet, aha, dass die Verbindung steht. Dann muss man den Vorwärts- oder Rückwärtsgang einlegen. Okay. Und dann drückt man auf das Knöpfchen und schon fährt er fast wie alleine. Vom Feinsten, kannst gleich wieder zurückfahren. Also Vorwärtsgang und Rückwärtsgang hat sogar. Nicht, ja, schlecht. Wie lange braucht man für sowas? Komm ruhig wieder zu uns. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wir arbeiten jetzt schon circa ein Jahr daran. Nicht schlecht. Und, aber jetzt ist die Konstruktion fertig. Jetzt ist sie fertig. Okay. Was habt ihr uns mitgebracht, Titus und Florian? Also wir haben eine Überkopfgießvorrichtung mitgebracht. Aha, hört sich kompliziert an. Zeigt sie uns am besten. Zugegeben, ein komplizierter Name. Okay. Eine eine Überkopfgießvorrichtung. Okay. Also, wie funktioniert die? Los geht's unten an einer handelsüblichen Gießkanne, die man auch durch einen handelsüblichen Eimer ersetzen kann. Das ist, mhm, wirklich egal. Gehupft wie gesprungen. Genau. Ich glaube, ich trau meinen Augen nicht. Hier hat man ein Kästchen, das kann man wirklich ganz einfach runternehmen, aha, und wieder einfach draufsetzen. Hier haben wir eine Ladebüchse. Okay, mit der da sind also Akkus drin. Genau, mit der man diese Akkus aufladen kann. Mhm. Einen Hauptschalter, den man aus Sicherheitsgründen auch erst einschalten muss. Mhm. Ja, eine Tauchpumpe, die, okay, dann das Wasser elektrisch hier rauf befördert. Zu diesem Gardena-Rohr. Und der elektronische Schaltkreis wird durch diesen normalen Tastschalter geschlossen. Okay. Und dass das Wasser auch fließt, muss man diesen mechanischen Schalter drücken. Okay. Und hier oben haben wir einen Spiegel, dass man weiß, wo man hingießt. Nicht schlecht, und also das ist ja wirklich detailgetreu. Und dann? Ein Dosierer, ob Sprühfunktion oder Strahl. Ich führe das jetzt einfach mal an der Pflanze hier vor. Ich bitte darum, mach uns nicht alle nass, sondern nur die Pflanze, wenn es geht. Also das war jetzt mal. Um das zu verdauen, brauche ich einen Psychiater. Alles klar, vielen Dank. Jungs, setzt euch noch mal hin. Dominik, was plant ihr als nächstes? Was ist die nächste Erfindung? Wir wissen schon eine neue Idee, aber das ist leider geheim, sonst macht es irgendjemand noch. Psst. Okay. Und was habt ihr schon für was ist euer beste Erfindung? Das ist eigentlich unsere Erfindung. Das ist unsere Lieblingserfindung. Und die habt ihr zusammen gemacht? Ja, die haben wir, genau, zusammen gemacht. Alles klar. Jungs, vielen Dank für den Besuch. Kleiner Applaus für die Herren. Ja, und wir schauen mal rein in die Erfindungskiste von Professor Agassa. Das ist ja cool. Auf dem Display kann der Standort dieses Peilsenders überall innerhalb eines Umkreises von 20 Kilometern festgestellt werden. Und wenn du ihn nicht brauchst, klebst du ihn daran. Der fällt doch da gar nicht auf. Tolle Sache. Danke, Professor Agassa. Erfinderisch und kreativ seid auch ihr, vor allem natürlich, wenn es ums Thema Streiche geht. Und wir haben euch ja gebeten, uns eure besten Streichideen zu schicken. Und wir haben viel, viel Post bekommen, unter anderem von der Lisa. Und sie schreibt, letztes Jahr habe ich meinem Vater rohe Eier in seine Schlappen. Als er aufgestanden ist und seine Schlappen reingetreten ist, brüllte er durchs ganze Haus, igitt, igitt, was ist das denn? Hat mir da etwa die Katze in die Schuhe gemacht? Als er dann rausgefunden hat, dass ich das war, die ihm rohe Eier in die Schuhe getan hat, da hat er mich zum Schuhputzen verdonnert. Ich hoffe, du wunderst dich darüber nicht, liebe Lisa. Und dann haben wir noch was bekommen vom Laurenz. Der hat den Klassiker gebracht. Er hat nämlich die Zuckerdose mit Salz gefüllt und danach war alles versalzen. Der Kaffee, der Obstsalat und sogar der Lieblingskuchen. Na dann, guten Appetit, lieber Laurenz. Vielen Dank fürs Zuschauen an euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Pokito TV und ciao. Tschüss. Tschüss.